Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Witcher Blood and Wine. Wir machen weiter nach dem letzten Mal, wo wir... den Hexer seine Arbeit tun lassen. Das ist korrekt, mein guter Freund, das ist korrekt. Ja, nachdem wir beim letzten Mal auf den Mörder von Milton gestoßen sind und einen alten Freund wiedergesehen haben, geht's jetzt hier weiter. Absolut geil, auch letztes Mal wieder, wie der Kampf da gezeigt worden ist und so. Hammer, Hammer. So, wir gehen jetzt erstmal kurz in die Quest schauen, ob wir das jetzt wirklich machen. Gewinnt, gewinnt, gewinnt. Das kann alles, eigentlich kann quasi hier alles warten. Wenn überhaupt was gemacht wird. Blood and Wine Quest. Ort, an dem du neue Quests aus Blood and Wine beginnen kannst, sind mit einem Ausrufezeichen. Aha, aha. Sowas wie hier vorne, oder was? Tatsächlich. Okay, ich wollte ja sowieso zum Anschlagbrett, denken wir da mal vorbeilatschen. Mal sehen, was uns da erwartet. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sich strafen. Ja, mieser Reimer bist du. Mein Herr, ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Da steht Port. Komm. Hier hast du. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Liebster. Ich vermute, dass dich wichtige Angelegenheiten und nicht das Weinfest nach Toussaint geführt haben. Vielleicht hast du trotzdem Zeit, einer gewissen Sache auf den Grund zu gehen. Ich bin neulich zufällig auf eine Erwähnung von Professor Moreau gestoßen, einem Gelehrten in Beauclair, der Hexermutationen erforscht hat. Obwohl die Informationen über den Ort, an dem sich sein Labor befindet, ziemlich ungenau sind, sollte sein Tagebuch mehr Informationen enthalten. Es liegt mit ihm begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Folianten gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Ich hatte das Gefühl, dass dich diese Sache interessieren wird. Deshalb habe ich den Brief unverzüglich abgeschickt. Wie du dich auch immer entscheidest, pass bitte auf dich auf. Deine Yen. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Ein Brief von Yen. Verfickt! Was ist hier los? Sag mal. Ich glaube, es geht los. Ja, dann würde ich mal sagen, das schieben wir auf jeden Fall kurz mal rein hier, bevor wir die Hauptquest weitermachen, weil das könnte tatsächlich interessant sein und uns auch weiterbringen. Es war nur eine kleine Berührung und sie geht schon direkt ab, oder was? Lax et la vie. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Könnte. Okay. Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Du kannst mir mal die Poperze schmatzen, wenn du Bock hast. Was redet der für Scheiß? Warum einfach nur? Ich hab dem doch gar nichts getan. Hier ist auch noch eine Mission. Ah, welch glückliche Fügung. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ah, okay. Alles klar, nehmen wir erstmal die ganze Mission an. Meister Hexer, welch Glück, dass ich dir begegne. Hast du Arbeit für mich? Einen Auftrag? Den Auftrag hast du schon zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt, als du vor Jahren in Beauclair warst. Damals war ich knapp bei Kasse. Erinnerst du dich? Doch ich schwor, dich eines Tages voll zu bezahlen. Irgendwas klingelt da. Leider warst du weg, bevor ich die Rechnung begleichen konnte. Also habe ich deinen Lohn auf ein Konto eingezahlt, damit das Geld sicher ist. Was für ein Konto? Ein Sparkonto bei der Chianfanelli Bank. Du kannst einfach hingehen und das Geld abheben.
Es dürfte mittlerweile ein hübsches Sümmchen sein. Danke. Ich gehe hin, sobald ich dazu komme. Ich sollte mal bei dieser Bank vorbeischauen. Ja, das ist, das hört sich eigentlich viel zu gut an. Zu gut, um wahr zu sein. Arbeit ist sehr aufregend, oder? Ja, jetzt mal ohne Scheiß, der Typ, der Ding gesprochen hat gerade, wa? Ist ja auch eine berühmte Synchronsprecherstimme. Der hat ja unter anderem, jetzt entfällt mir natürlich, in diesem Moment entfällt mir wieder Ich und Namen, wa? Ich und Namen, ganz schlimm. BJ, wie hieß der nochmal aus Wolfenstein? Den hat er, glaube ich, gesprochen. Hat der von Natur aus so eine basshaltige Stimme? Die ist ja unnormal geil, die Stimme. Da werde ich ja sogar schon ein bisschen feucht im Höschen. Wie kann man so viel Scheiße erzählen? Okay. Gibt es noch irgendwo andere Missionen, die wir hier annehmen könnten, theoretisch? Ne. Anscheinend nicht hier in der Nähe. Oder? Sag mal, was ich mich auch gerade selber frage. Sondern der Schlechter von Blaviken. Ich sehe sonst wirklich keine Mission, das war's schon. Wo sind wir gestartet? Hier hinten irgendwo. Oder ich bin blind, ich sehe es vielleicht auch gerade gar nicht. Na gut, ist auch egal, dann laufen wir mal zur Mission. Was ich mich aber auch gerade wundere. Warum ist meine Vergiftung schon auf der Hälfte automatisch? Was ist denn passiert hier? Jetzt ist sie weg. Geht die nicht normalerweise komplett weg? Dein immer? Ruf eilt dir voraus, Gerald. Hey, was geht ab? So. Dann schauen wir doch mal. Guck mal, am Anfang dachte ich es, oder... Alter, was geht denn jetzt hier ab? Sag mal, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn da los? Was ist mit der denn los? Jackett. Hallo, reden wir bitte. Meine Augen haben mich nicht getäuscht. Und doch, Geralt von Riva, der berühmte Hexer so weit im Süden, mit all seinem Ruhm? Mhm, genau der, im Süden mit all seinem Ruhm. Ach, was habe ich nicht schon von dir gehört. Als Meister Rittersporn in Beauclair weilte, verging kaum ein Tag, da er deine Taten nicht in Balladen rühmte. Ja, das ist so ein lästiger Tick von ihm. Aber was kann ich für dich tun? Ach, weißt du, mein Verlobter François Le Joff hat geschworen, mir das Haupt einer grässlichen Bestie namens Grottore zu Füßen zu legen. Hm, hätte es ein Blumenstrauß nicht auch getan? Mit ein paar Süßigkeiten? Hexer, du spaßest wohl. Wahre Liebe will bewiesen sein, durch Heldentaten für die Besitzerin des Herzens. Doch, ach, François ist schon seit 2 Wochen weg. Daher muss ich dich anflehen, zu schauen, was aus ihm geworden ist. Würdest du? Was weißt du noch über diesen Grottore, Mademoiselle? Dem Namen nach ist er ein Höhlenbewohner. Ja. Und von dort geht er jagen, wenn er Hunger hat. Nächtens schleicht er in die Dörfer, bricht die Fensterläden auf und schnappt sich die Säuglinge schneller aus den Wiegen, als sie schreien können. Hm. Nachtaktiv, lange Greifarme, intelligent. François sagte, er würde dem Abschaum ein schnelles Ende bereiten, aber nun ist er schon so lange weg. Hilfst du mir, Herr? Ich kann nicht mehr schlafen. Diese Sorge wird noch mein Tod sein. Ich schlage Damen in Not nur selten etwas ab. Noch seltener, wenn eine Belohnung im Spiel ist. Ach, natürlich. Du bist ja kein fahrender Ritter, sondern ein Gildenmann, ein Experte. Was verlangst du? Hört mal, wie er jetzt wieder redet. So kenne ich Geralt. So kenne ich die Stimme von Geralt. Ja? Aber vielleicht soll er, wie gesagt,
man weiß es ja nicht immer. Die Synchronsprecher kriegen ja den Auftrag von oben, das sind ja auch nur Angestellte. Vielleicht hieß es in so einer Situation, ein sollst du ein bisschen. Weniger, Meister. Nur eine Handvoll. Ich bitte dich. Sollst du so und so reden? Da so und so? Man weiß es nicht. Ja, diesen Betrag kann ich aufbringen. Ich werde mein Bestes tun, deinen Verlobten wohlbehalten zurückzubringen. Sagst du mir noch, wo ich suchen soll? Ich vergaß, dass du von weit her kommst und die Gegend nicht kennst. Der Grottoror soll in den Höhlen am Fuße der Gorgo hausen. So nah bei der Stadt? Und niemand hat versucht, ihn zur Strecke zu bringen? Ganz im Gegenteil. Viele haben das. Doch ist keiner zurückgekehrt. Meine Sorge ist begründet. Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Kannst du es fassen? Ich hatte bei Jean-Louis Ludovic einen Frisiertermin, aber als ich zu ihm kam, war niemand da. Was? Der Salon war nicht abgeschlossen. Sieht ihm nicht ähnlich. Und mir sieht es gar nicht ähnlich, mit dieser Frisur rumzulaufen. Oh, Majoran, wäre mein Geist doch so billig, wie mein Fleisch schwach ist. Tja, ist es jetzt ein gutes Bild von einer typischen Frau oder ist es übertrieben? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Frauen bisher nur von Weitem gesehen, als sie mir den Vogel gezeigt haben. Warte mal, ich habe die falsche Quest angenommen. Ich habe gar keine Ahnung von Frauen, deswegen, ihr könnt es ja gerne mal bestätigen oder halt auch nicht. Wo ist denn das? Hier ist die Mission. Okay. Ja, wie gesagt, so kenne ich Geralt, so kenne ich Geralt. Das ist ja euch, was heißt aufgefallen, aber einige von euch haben das ja ähnlich gesehen, dass er ein bisschen komisch spricht. Also was heißt komisch, anders halt, als sonst. Hier ist noch eine Mission, die nehmen wir auch nochmal schnell mit. Aha, alles klar. Lecker, schmecker. Aber man weiß ja nicht. Vielleicht sollte er das, ich weiß auch gar nicht, ob die englische Stimme das genauso macht. War nur mein Gedanke, weil er so alt redet, so langsam, dass sie vielleicht wollten, also die Entwickler wollten, dass er, was ist das denn hier für eine, ja, so rüberkommt, dass er so langsam in Ruhestand gehen soll. Ich hätte mir das ganz gut vorstellen können bei CD Projekt, dass sie das so machen wollen. Aber jetzt, aber trotzdem verliert er doch nicht seinen Charme, oder? Im Alter, das vergeht doch nicht. Was ist hier los? Ah, du kommst wegen des Auftrags? Bist du ein Hexermeister? Der Krach auf dem Friedhof. Bist du der, den er stört? Ja, und ob. Und der stört anscheinend nur mich. Jedenfalls hat sonst niemand irgendwelche Maßnahmen ergriffen, obwohl alle den Radau hören können. Ich habe schon die Herzogswache eingeschaltet, aber die will nichts gefunden haben. Vermutlich hat sie nicht mal nachgesehen. Was soll ich jetzt machen? Selber auf dem Friedhof rumschnüffeln? Und diesen Lärm gibt es jede Nacht? Und ob? Ich wohne nebenan. Ich höre es laut und deutlich. Als hätte mir jemand ein Hörrohr ins Ohr gesteckt. Dann krach! Bumm! Als würde ein Bär im Geschirrschrank gebumst. Ich weiß genau, was du meinst. Alles klar. Was kriege ich denn dafür? Was? Oh. Willst du denn haben? Kohle, Junge, Kohle. Das ist ja gar keine. Der hat ja gar keinen Cash. Die Summe kann ich nicht aufbringen. Willst du mir keinen Rabatt geben? Anlässlich des Turniers. Reicht es? Einverstanden. Gut, ich kümmere mich darum. Gab es Opfer? Wird jemand vermisst? Oder gibt es nur ein Lärmproblem? Es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Wieso? Glaubst du, es ist ein Monster? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es könnten auch Grabräuber oder Vagabunden sein. Man wird sehen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fände. Wie auch immer,
Mögen die Götter mit dir sein, Meister. Boah, Geralt sieht so geil aus, ey. Geralt, du geile Sau. So. Okay. Ja, ja, komm raus hier. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Die Mutantenkinder machen einfach Angst. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Ah, das Biest am Reim. Nicht schlecht. Das wird's nicht sein. Ich wette, das ist links von uns. Hallo! Was ist los mit dir? Bist du doof, Geralt? Hallo! Einfach nur lesen. Viel Übersetzung, Missverständnis, Unglück. Das ist es wohl nicht. Ich schätze, das ist es. Das hier in der Mitte, schön. Thomas Mora? Ah, da ist er doch, Professor. Ella Scaviani al... Ach, dann. Eine Inschrift in älterer Rede. Erlösung liegt nicht in Dol Nevte, sondern in unserem Herzen. Ehre gebührt Ehren. Verdammt. Das Tagebuch des Professors ist weg. Da hatte wohl schon jemand dieselbe Idee. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch was anderes. Ja, ist ja jetzt auch nicht so schwer, auf diese Idee zu kommen, oder? Der Professor kann mir bei meiner Suche nicht wirklich helfen. Fußspuren. Schmal und flach. Jemand Kleines, Leichtes. Vielleicht eine Frau? Vielleicht ein Zwerg? Mal sehen, wohin die wohl führen. Verdammt, die Spur ist weg. Ob der Grabräuber mehr erfahren hat als ich? Hier werde ich nichts Neues erfahren. Die Karte, die mir Yen geschickt hat, muss reichen. In der Inschrift wurden Eliren und Dol Nevte, das Tal der Neuen, erwähnt. Okay, es wird doch wahrscheinlich unter Questgegenstand sein. Geleitbrief? Ne. Der auf der Karte markierte Ort ist jetzt überflutet. Der Sans-Retour fließt hier durch. Dort muss einst das Tal der Neuen gelegen haben. Ich muss mich umsehen. Kommen Sie bitte, Plötze. Kommen Sie bitte. Komm schon, Plötze. Okay. Ich wollte gerade gucken, ob das irgendwie so ein Anschlagbrett ist oder sowas. Hoho. Ach du Scheiße. Zieht euch das rein. Zieht euch das rein. Ist das geil, was? Hammer. So, dann gucken wir mal. Wie gesagt, es kann ja eigentlich kann es ja nur helfen. Warte mal, ist das hier ein Ort, den ich entdecken kann? Eins. Heya! Meinst du jetzt mein Pferd oder meinst du jetzt was anderes? Hallo? Wird mir der Weg angezeigt oder soll ich einfach mal losreiten? Ich reite einfach los. Los, los! Los, los, los! Da sind das alles Orte, die wir schon haben? Oder was ist hier los? Oder warum wird mir das nicht angezeigt? Weiter so, Plätze. So ist's gut. Ich hab mal was zu tun, bevor es dunkel wird. Oh, okay. Dann mach das doch einfach. Warum wird mir nicht der Weg angezeigt? Sag mal, ist das nicht hey, also auf der Karte rechts oben? Also wundert euch nicht, warum teilweise das Pferd einfach stehen bleibt. Los, lauf! Ich knüppel auf den X-Knopf, ihr glaubt das gar nicht. Wahrscheinlich hat der eine oder andere von euch auch das Problem manchmal.
What's going on, man? Okay, das machen wir mal end. Ach, ich dachte, ich hätte mein Schild auch aktiviert. Ich sehe gar nichts. Kommen Sie bitte, hören Sie mal auf jetzt hier! Eieieiei. Verdammte Pflanzen hier. Arsche Ranke? Ne, achso, Arsche ist Po-Ranke. Achso, cool. Die Arche-Spuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Bin dabei. Cooler neuer Gegner, ey. Nice. Großes grünes Muttergen. Es lohnt sich einfach. Der Byzant ist wieder gestiegen, Götter. Sian Vanilli hat kein Mitleid mit mir. Warum? Oh, warum habe ich den Kredit nur in Fremdwährung aufgenommen? Tja, selber schuld. Warum? Hä? Ist das ein Grafikbug? Warum ist mein Radar so übertrieben hell gerade? War da nicht gerade noch ein bisschen Farben vor? Naja, egal. Hier rein oder? Ich werde attackiert. Ihr miesen Mistschweine. Oh nein. Das ist alles ein Fehler. Steig doch auf, Mensch. Ich hasse es zu schwimmen hier im Spiel. Ich hasse es einfach. Ich überlege, ob ich mir den Trank reinballer für mehr. Na, egal, scheiß drauf. No risk, no fun. Dreh dich, Geralt. Goldring. Dein Ernst? Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich hänge an dem Stein fest. Boah, das war ja mal richtig. Eieiei. Jetzt ist die Frage, will ich mir das holen oder will ich es mir nicht... Ah, doch, will ich. So, jetzt ist natürlich... Jetzt erstmal gucken, welcher das war. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie der ausgesehen hat. Schwert, weil...
Ich mag es nicht zu schwimmen. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich mag das überhaupt nicht, in diesem Spiel zu schwimmen. Es gibt kein Spiel, wo das problemlos funktioniert. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Muss hier weg. Okay. So weit wollte ich gar nicht schwimmen. Was haben wir hier? Was ist das? Das ist ein Portal. Ja, tut mir leid, Geralt, da müssen wir durch. Was sein muss, muss sein. Kein Kommentar von ihm? Der Grabräuber muss was in Moros Grab gefunden haben, wenn das Eingangsportal aktiviert wurde. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ja, das allerdings beim nächsten Mal. Die Folge ist viel zu lang geworden. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr mehr sehen wollt von Geralt und Witcher, dann lasst ein Like da, unterstützt das Projekt gerne. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.